herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Jetzt wird uns das wichtige Thema Verdauung beschäftigen. Im Ayurveda sagen wir nicht, du bist, was du isst, sondern du bist, was du verdaust. Und das ist ganz zentral, denn nur die Dinge, die unser Körper aufnehmen kann und auch verarbeiten kann, können wir dann tatsächlich als Grundlage nehmen für unseren Körper, für unseren Stoffwechsel und für unsere Energie. Im Ayurveda geht man davon aus, dass alles, was wir aufnehmen, im Magen-Darm-Trakt, vor allem im Darm, zerlegt wird, dann aufgenommen wird und als Grundlage, also als Baumaterial für unsere verschiedenen Körpergewebe benutzt werden kann. Körpergewebe können sein, der Knochen, Muskeln, Fettgewebe und so weiter. Die Verdauung ist vor allem jetzt in unserer modernen Zeit ganz, ganz zentral. Denn niemals zuvor hatten so viele Menschen Probleme mit der Verdauung oder Mühe mit Lebensmitteln, die sie vielleicht nicht gut vertragen. Warum ist das so? Unsere Zeit ist sehr, sehr schnelllebig. Das heißt, wir sind es mittlerweile gewohnt, sehr schnell zu essen, wenig zu kauen und dadurch, dass wir den ganzen Tag häufig außer Haus unterwegs sind, viele Fertigprodukte zu essen und häufig haben wir nicht mehr die Möglichkeit, so zu kochen, wie wir das gerne möchten. Das kann unseren Magen-Darm-Trakt belasten und natürlich, wenn wir auch häufig einem großen Stresslevel ausgesetzt sind, leidet unsere Verdauung darunter auch. Deshalb ist es im Ayurveda auch so wichtig, dass die Verdauung wirklich genau angeschaut wird. Was heißt eine gute Verdauung im Ayurveda? Grundsätzlich geht es darum, dass du wirklich, wenn du etwas isst, dich danach beschwingt und voller Energie fühlst und eben nicht geplättet und müde. Das ist der Punkt Nummer 1, auf den du achten kannst. Der zweite Punkt ist, dass du wirklich regelmäßig auf die Toilette gehen kannst und gut entleeren kannst und natürlich merkst, dass du keine Schmerzen oder Blähungen hast.